Ja, denn in Ihrer unternehmerischen Tätigkeit liegt ja ein großer Schwerpunkt auf dem Bereich Marketing. Da sind Sie ja mittlerweile weit über Ihre regionalen Grenzen hinaus bekannt geworden. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über Ihr Angebot und Ihre Leistungen oder Ihre Entstehungsgeschichte als Unternehmer. Ja, das ist ja so spannend, nicht wie die Firma entsteht. Die Firma hat mein Urgroßvater gegründet 1917 und ist jetzt mit mir in der vierten Generation Familienbetrieb. Und was machen wir anders? Das dokumentiert vielleicht meine, wie ich es in der 7a-Strategie, die da heißt, außerordentlich angenehm auffallen, als alle anderen zu sein. Denn, und das trifft ja nicht nur auf mein Unternehmen oder auf das Gewerk der Malerarbeiten zu, das trifft ja für sehr viele Dienstleister zu, deren Dienstleistung absolut austauschbar ist. In meinem speziellen Fall streichen und tapezieren, das kann ja jedes Unternehmen. Letztendlich ist das ja die Basis, die Grundvoraussetzung. Was machen wir anders? Das ist so viel eigentlich nicht, das ist ja verrückt. Freundlich, pünktlich, zuverlässig, ehrlich, sauber, wertschätzend. Das sind auch so diese Grundtugenden, auf die ich Wert lege und die wir, meine Mitarbeiter und ich, ein tolles Team, das das toll mitmacht und die Kunden begeistert, die wir gemeinsam jeden Tag leben. Und den Kunden gefällt das sehr gut. Was Sie hauptsächlich, Sie sagen es schon, Sie haben ein Produkt, eine Dienstleistung, die eigentlich austauschbar ist, die eigentlich vergleichbar ist. Trotzdem haben Sie mehr Erfolg als andere. Und Sie machen auch viele Dinge anders als andere, was letztendlich auch dieses kleine Mosaiksteinchen ist, was zum Unterschied führt. Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre Marketingaktivitäten. Ja, Sie haben recht, Herr Zichler, es sind viele Mosaiksteinchen, viele verschiedene Mosaiksteinchen, die das Gesamtbild nachher ergeben. Ja, was sind solche Marketingaktivitäten? Bei uns darf der Kunde für die Dauer der Arbeiten, die wir bei ihm ausführen, in ein Restaurant seiner Wahl zum Mittagessen gehen, ohne jegliches Limit. Wenn wir eine Woche dort arbeiten, kann er eine Woche mit seiner Familie dorthin gehen, sind wir 14 Tage dort, darf er jeden Tag in diesen 2 Wochen in das Restaurant seiner Wahl gehen und dort Mittagessen. Das ist ein Punkt unter der Überschrift, was für ein Handwerks- oder für ein Dienstleistungsunternehmen natürlich wichtig ist, Mundpropaganda zu erzielen. Ja? Damit erzielen wir schon eine gewaltige Mundpropaganda. Kunden auch mal positiv zu überraschen. Ja, klar, natürlich. Oder wenn wir mit unseren Leistungen, mit unseren Arbeiten beim Kunden fertig sind, dann hinterlassen wir, also mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter, ein kleines Bärchen, den haben wir Clemens getauft vor vielen Jahren. Der wird aber nicht als Geschenk übergeben, sondern der wird hinterm Fernsehgerät, hinter der Gardine, auf dem Alibettschrank versteckt, sodass er erst einige Stunden oder vielleicht auch Tage nach unserem Verlassen der Wohnung oder des Hauses wieder gefunden wird. Und der hat einen kleinen Aufkleber hinten drauf, in dem er sagt, guten Tag, ich bin Clemens von Maradek, ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es hat uns großen Spaß gemacht, Ihre Umgebung ein bisschen farbiger zu gestalten. Eine Bitte zum Schluss, weil es gefällt mir jetzt so gut bei Ihnen, empfehlen Sie uns bitte weiter. Ja, also diese positive Überraschung. Und viele Kunden rufen uns an und bedanken sich für die nette Geste. Ja, oder rufen an, ach Herr Dick, ich habe jetzt schon eine ganze Familie mit Clemensen. Also es ist einfach nochmal so ein sympathischer Nachklapp, um dem Kunden unsere Wertschätzung zu zeigen. Das ist eine super Idee. Und einfache Mittel mit großer Wirkung. Ne? Also ja. Zum positiven Unterscheiden. Ja, man kann sagen, Sie sind hier sehr, sehr ideenreich, sehr kreativ in der Entwicklung solcher Marketingideen und auch Maßnahmen, die Sie letztendlich auch unverwechselbar machen bis zu einem gewissen Grad. Kann man dieses Marketingwissen oder allgemein diese Vermarktung auch übertragen? Unser Thema heißt ja vom Traum zum Ziel. Das muss nicht unbedingt ein Unternehmensziel sein. Aber kann man das auf diese anderen Lebensbereiche auch übertragen oder sinnvoll verwenden? Ja, ganz sicher. Und ich denke, das ist ja alles eng miteinander verzahnt. Und ein Unternehmer
ist ja nicht nur Unternehmer im Unternehmen, es ist ja auch eine Persönlichkeit und Mensch. Und jeder Mensch ist bekanntlicherweise einzigartig. Und warum soll ein Unternehmer, oder nicht nur ein Unternehmer, sondern jeder Mensch diese Einzigartigkeit nicht auch ein bisschen deutlich machen? Also, wenn man so will, sich selbst zur immer wieder erkennbaren Marke zu machen. Da gibt es ein wunderschönes Buch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das nennt sich Die Marke Ich. Da ist dieses Vorgehen sehr gut beschrieben. Und ich denke, das ist auch legitim und auch wichtig, als Marke aufzutreten, sich selbst zu vermarkten. Nicht umsonst sagt ja der Volksmund, Klappern gehört zum Handwerk oder man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ich denke, das ist vollkommen legitim und für jeden Menschen ein gut gangbarer Weg. Auch jetzt ein Original zu werden statt eine Kopie. Ja, ganz wichtig. Viele werden als Original geboren und sterben als Kopie. Ja. Ich denke, wenn man mal die Erfolge, die Sie zweifelsohne mittlerweile erreicht haben, betrachtet, welche Ihrer persönlichen Eigenschaften halten Sie für die wichtigste oder für die am meisten verantwortlich für diese Erfolge? Oh, Herr Ziegler, da fragen Sie mich was in eigener Sache und über sich selbst zu reden. Das liegt mir nicht. Ich kann Ihnen die Frage vielleicht so beantworten, welche Eigenschaften ich ganz allgemein für wichtig erachte. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das sind die Punkte, die oft als die alten Tugenden apostrophierten Eigenschaften wie Freundlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Sauberkeit und dann eben die Wertschätzung für alle Menschen, mit denen man zu tun hat, ob das nun beruflich oder privat ist. Ja, das halte ich für eine ganz wichtige Voraussetzung. Gleichzeitig die Konsequenz und die Disziplin, den Weg zu gehen, den man sich aufgemacht hat zu gehen, nicht auf die Miesmacher zu hören, wie schon mal gesagt. Ja, das sind so für mich die im persönlichen Bereich liegenden Eigenschaften und dann natürlich die Basis, das Wissen um die eigenen Fähigkeiten im Sinne der handwerklichen Fähigkeiten, der technischen Fähigkeiten, also dass ich meinen Job technisch, kaufmännisch beherrsche. Das gehört natürlich da auch unzweifelhaft dazu. Und diese Punkte sind so die wesentlichen Punkte, die ich persönlich für sehr wichtig erachte. Dann frage ich nochmal anders nach. Was ist Ihr innerer Motor? Was treibt Sie an, das zu tun und jeden Morgen wieder durchzustarten und weiterzustreben? Ich glaube, das ist meine Neugier. Ich bin unglaublich neugierig. Ich könnte jeden Tag mit neuen Strategien starten, habe Ideen, natürlich alle oder viele wieder verwerfe, aber ich könnte tausend Dinge gleichzeitig tun, wenn es denn nun möglich wäre. Aber ich denke, die Neugier, ich lese unheimlich gerne, sauge Informationen auf, daraus entstehen dann wieder Ideen. Ich glaube, das ist letztendlich die Neugier mit der Freude, etwas zu bewegen, etwas positiv zu bewegen. Denn die zwei Punkte machen das bei mir aus. Also positive Kreislauf zu lernen und weiterzugehen. Ja. Menschen haben ja die unterschiedlichsten Ziele, egal ob das ist, der eine will ein Buch schreiben, der andere will die Welt bereisen, finanziell unabhängig werden, was immer das für den Einzelnen heißt, eine erfüllende Partnerschaft gewinnen, was es auch immer ist, die Ziele sind höchst unterschiedlich. Gibt es für Sie persönlich einen letzten ultimativen Tipp für die Leute, wie sie ihre Ziele, ihre Träume verwirklichen können? Herr Ziegler, das ehrt mich natürlich, dass Sie einen ultimativen Tipp von mir erwarten, aber den habe ich natürlich leider nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, mit aller Unzulänglichkeit, wie ich das handhabe, ich denke, eine wichtige Geschichte ist, es einfach auch zu machen, also in die Gänge zu kommen. Anzugehen. Einfach beginnen und aber nicht wild in der Gegend herum, sondern schon klar formulierte schriftliche Ziele zu haben. Also ich habe meine Ziele schriftlich formuliert, die habe ich auch im Laufe der Jahrzehnte natürlich umformuliert oder es fielen Ziele weg, es kamen neue dazu, aber ich denke, so eine schriftliche Fixierung und dann
an diesem Plan, der dazugehört, zu arbeiten, nach diesem Plan zu arbeiten und in die Gänge zu kommen. Das war, also jedenfalls, das ist meine ganz persönliche Erfahrung, das war für mich und ist für mich eine wichtige Umsetzungsstrategie. Also Ziele setzen, Strategie anpassen und tun. Letztendlich tun und auch vielleicht mal sich von einem Ziel, wenn das nicht so klappt oder wenn sich neue Dinge auftun, auch von einem Ziel wieder zu verabschieden. Ja, Herr Deck, dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön zu sagen für die interessanten Ausführungen. Ich denke, unseren Zuschauern hat das ebenfalls gefallen und es hat den einen oder anderen hoffentlich weitergebracht. Wo kann man denn noch ein bisschen mehr über Sie erfahren, wenn die Zuschauer noch was wissen wollen? Ja, am einfachsten vielleicht auf meinem Blog, in dem ich täglich neue Geschichten aus so einem spannenden Unternehmerleben erzähle. Ja. Die Internetadresse ist www.blog.malerdeck.de. Super. Da lässt sich jede Menge über mich erfahren. blog.malerdeck.de. Surfen Sie doch einfach mal vorbei. Ich denke, hier gibt es noch jede Menge interessante Tipps aus dem Unternehmerleben, die für Sie mit Sicherheit auch interessant sein werden. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf den nächsten Beitrag mit Ihnen, freuen Sie sich hoffentlich ebenfalls drauf. Wir sehen uns wieder. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler.